Als ich zum ersten Mal in Hamburg beim HSV war, habe ich gedacht: Was für ein geiler Verein, was für eine Tradition, was für tolle Zuschauer im alten Volksparkstadion. Mein größtes Vorbild als Kind war Franz Beckenbauer. In der Jugend habe ich eigentlich immer eher vorne gespielt und dann nachher so A-Jugend dann oder B-Jugend, zweiter Jahrgang, da wurde es dann immer ein bisschen defensiver. Mein schönstes Erlebnis mit dem HSV war 1996, Erreichen des UEFA-Pokals in Frankfurt, wo wir mit 3 Toren Unterschied gewinnen mussten und Hansa Rostock zu Hause verlieren musste. Wenn ich heute an den HSV denke, denke ich ganz besonders an spät in der falschen Liga. Die Zeit nach meiner aktiven Fußballerkarriere war sehr interessant, weil ich den Fußball von einer anderen Seite kennenlernen durfte. Einmal als sogenannter Experte für diverse Fernsehsenderstationen und dann nachher auch nochmal als offizieller für den VfB Lübeck als Sportdirektor. Der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe, war? Da gab es einige. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, vom Gesamtpaket war das mit Sicherheit Stefan Effenberg. Das Besondere am alten Volksparkstadion war? Diese beknackte Tatanbahn, dass die Zuschauer in der Westkurve nicht überdacht gestanden haben. Das war das Größte. Und dass der Weg in die Kabine vom Platz viel zu lang war. Das Coolste an dem Job als TV-Experte war? Dass man viele unterschiedliche Stadien kennengelernt hat, in denen man vorher nicht gespielt hat. Die HSV-Fußballschule bedeutet für mich ganz, ganz viel Spaß. Leuchtende Kinderaugen, Kids was beizubringen, intensive Zeit, aber im Großen und Ganzen ganz, ganz viel Spaß. In meinem Leben hat Fußball immer eine Hauptrolle gespielt, weil weil es die geilste Sportart der Welt ist. Weil es Mannschaftssport ist, auf viele viele Faktoren mit reinspielen, auch als Fußballer. Es ist, wenn du es mit anderen Sportarten vergleichst, es ist nicht nur Ausdauer, es ist auch Sprint, es ist nicht nur Sprint, es gehört auch noch Koordination dazu, Technik dazu, Antizipation, also es ist so dieses Gesamtpaket. Mein liebster Mitspieler beim HSV war? Das waren einige, Thomas von Heesen. Das schönste Tor meiner Profikarriere war? Das erste, für den HSV in Saarbrücken. Die bekannteste Person in meinen Handykontakten ist? Da gibt es einige Bekannte. Effenberg, Helmer, Hansi Flick, etc. etc. Also da sind schon einige dabei. Diese berühmte Person würde ich gerne mal treffen. Das wäre so der Dalai Lama oder sowas. Das würde mich mal interessieren, weil das mal was ganz anderes ist. Vielleicht bekommt man dadurch mal so einen Blick, einen anderen Blick aufs Leben. Das würde mich mal interessieren. Mein aktueller Lieblingsspieler beim HSV ist Neffert. Seine Rolle, die er spielt, die Wichtigkeit für das Team sehr, sehr unterschätzt. Immer so ein bisschen unter dem Radar und das finde ich sehr, sehr gut. Hummel, Hummel? Muss.